Ich war schon mit 25 Sheriff in diesem Landkreis. Kaum zu glauben. Mein Großvater war Gesetzeshüter, mein Vater auch. Mein Vater und ich waren sogar gleichzeitig Sheriff. Er oben in Plano und ich hier draußen. Ich glaube, darauf war er stolz. Ich war es jedenfalls. Manche von den alten Sheriffs haben früher nicht mal eine Waffe getragen. Das glauben viele Leute gar nicht. Jim Scarborough trug zum Beispiel nie eine. Der jüngere Jim. Gaston Boykins oben in Comanche County hatte auch keine. Ich habe immer gern was über die alten Hasen gehört. Hab nie eine Gelegenheit ausgelassen. Manchmal vergleicht man sich auch mit den alten Hasen. Man fragt sich, wie sie heute wohl vorgehen würden. Vor einer ganzen Weile habe ich diesen Jungen hier in Huntsville auf den elektrischen Stuhl gebracht. Meine Festnahme und meine Aussage. Er hatte ein 14-jähriges Mädchen umgebracht. In der Zeitung stand, es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Aber mir hat er gesagt, mit Leidenschaft hatte das nichts zu tun. Er sagte, er hatte schon vor, jemanden umzubringen, solange er denken konnte. Und wenn er freikommt, würde er es wieder tun. Er sagte, er weiß, er kommt in die Hölle. In ungefähr 15 Minuten wäre er dort. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ganz ehrlich nicht. Die Verbrechen heutzutage kann man nur schwer fassen. Nicht, dass ich Angst davor hätte. Ich wusste immer, man muss bereit sein zu sterben, wenn man diesen Job machen will. Aber ich will mein Glück nicht auf die Probe stellen und da draußen auf etwas treffen, das ich nicht verstehe. Damit bringt man nur seine Seele in Gefahr. Man müsste sagen, okay. Ich bin auch ein Teil dieser Welt. Ja, Sir. Ich bin gerade reingekommen. Sheriff, er hatte so ein komisches Dings bei sich. Irgendeine Sauerstoffflasche für ein Emphysem oder so. Und einen Schlauch, der durch seinen Ärmel führte. Tja, da bin ich auch überfragt. Sie sehen es ja, wenn Sie hier sind. Ja, Sir. Alles unter Kontrolle. Howdy, worum geht's denn? Steigen Sie bitte aus dem Wagen, Sir. Was ist das? Sir, ich möchte, dass Sie aussteigen. Wozu soll das gut sein? Würden Sie kurz stillhalten, bitte.